Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Pikmin 4. Wir fangen heute genau da an, wo es letztes Mal aufgehört hat. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Wir sind erst bei 50%. Ich kann ja so machen, dass ich die beim nächsten Mal zumindest einmal angreifen lasse, aber dann keine Pikmins bei mir habe. Nee, wir machen hier durch. Okay, bei dem einen Gebiet muss ich auf jeden Fall ohne Otschin hin. Angriff! Ihr kriegt die da nicht durch. Ich muss irgendwo erst einen Schalter finden, um das aufzumachen. Wir haben 7 Pikmins gerade verloren an dem großen da. Irgendwo ist 100 pro ein Schalter. Tot. So, jetzt können sie abtransportieren. Dahinter ist bestimmt der Schalter. Ja, Otschin, go. Otschin muss jetzt leider da oben bleiben. Oh, ein Quietschhähnchen. So, jetzt beginnt der Abtransport. Oh, eine Zugkristange. Okay, hier haben wir dann jetzt auch alles. Einfach nur krass, wie tief diese Höhle ist. Okay, da ist Papa Punktkäfer. Der kriegt es zum Glück nicht mit, wenn ich seine Kinder töte. Er hat einfach ein ganzes Würfelset verschluckt. Ein paar Felspigment. Haben wir erstmal hier die Bahn frei. Damit hier nichts unsere Pigments angreift. Oh, so viel Rohmaterial. Nein, liegen bleiben. Okay, Otschin hat wieder einen Job. Und jetzt wird abtransportiert. Ich glaube, das letzte Objekt von der Ebene hier. Otschin, kannst wieder mitkommen.
Lass dich doch nicht hier allein. Noch mehr Gemüse. Wir haben 83%, Leute. Das könnte die letzte Ebene sein. Oh nee. Die sehen hungrig aus. Leute. Um Gottes Willen. Okay, die muss ich werfen. An der Stelle. Alter! Okay, wir haben hier richtig schlimme Zeitgenossen. Ich denke, dass das die letzte Ebene ist, aber was sind das für fiese Viecher? Vor allen Dingen gleich zwei von denen. Alter, die mag ich überhaupt nicht. Alter, ich verliere hier alle meine Pigments gerade. Okay, einer down. Alter, die sind so ekelhaft. Ich habe alle roten Pigment verloren. Alle deine roten Pigment sind verloren. Expedition jetzt fortzusetzen wäre riskant. Ich drehe die Zeit zurück. Wir wissen ja, was wir zu tun haben. Was für ekelhafte Viecher das sind. Schnell tot. Alter. Ich warte jetzt kurz, bis die ausgebrannt sind, und dann mache ich das nochmal. Transportiert den da schon mal ab. Die sind ja mega schlimm. Scheißviecher. Ganz im Ernst. Diese grünen Viecher, ne? Mal sehen, Zeit einen Blick auf die Visitenkarte zu werfen. Fuß vom Forschungsteam. Oh, Heimatplanet Ogura. Dieser Ökologe möchte den Lebensraum der Pigmen erforschen und herausfinden, warum sie ausgerechnet auf Pfeifen reagieren.
Akademiker sind erst zufrieden, wenn sie etwas mit eigenen Augen gesehen und mit eigenen Händen berührt haben. Was für ein Kackvieh! Ganz im Ernst, ey! Vor allem, die einfach auf ihn loszuhetzen, hat ja kaum was gebracht. Da oben ist noch was, das ich haben will. Was ist denn das für eine komische Statue? Ich denke, damit haben wir diese Höhle dann jetzt fertig. Als ob es nicht reicht, dass die kaum angreifbar sind. Nein, die können meine Pigments halt noch aufschrecken. Kommen dann zwei Gebiete zu 100%? Haben wir das Gebiet hier komplett fertig? Also ist auch nichts mehr irgendwo vergraben? Zwei Forschungsteammitglieder gerettet. Alter! Antiker Statuenkopf. Bürstenschnittstange. Glückstotem. Familienkeks. Saccharose Spazierstock. Charmantes Gummiteil. Scheibe des Frohsinns. Ängstlicher Spross. Grautonschmiere. Erinnerungsvermittlung unten rechts. Und eine luftige Versuchung. Und es ist ein Hundebild am Ende. Okay, das war schrecklich. Und das war die längste Höhle, die wir bisher hatten. Ist das Gebiet wirklich zu 100% fertig? Wir haben den erblühenden Park zu 100% fertig. Dann gönne ich mir jetzt noch Rohmaterialien, so gut es geht. Hier sind ja noch ein paar Löcher. Also wir sehen uns dann, wenn wir mit der Rakete zurückfliegen. Wir haben hier 100%. Ich sammle jetzt hier noch Rohmaterialien und so weiter. Und wieder eine Ebene komplett abgeschlossen. Und wir haben drei Leute gerettet. Wir haben jetzt genug Energie gesammelt, um die Triebwerke der Shepard starten zu können. Ich habe auch überprüft, ob die Zündung problemlos funktioniert. Wir haben die Schiffstriebwerke repariert. Die Shepard kann eine große Menge Energie speichern. Wir haben den Radarsuchbereich vergrößert. Auch unsere Triebwerke sind wieder einsatzbereit. Jetzt können wir jederzeit abheben. Wenn wir nur endlich unseren Piloten zurück hätten. Bis wir ihn finden, muss die Shepard am Boden bleiben. Ist wahrscheinlich der, den man als allerletzten rettet. Vier gerettet. Die Freizeitutensilien hatten wir fertig, ne? Da sieht man nochmal, was wir alles gesammelt haben. Bei dem Gang haben wir diesmal richtig abgeliefert. Na schade, dass 18 Pikmin gestorben sind. Mögen diese armen kleinen Pikmins, die sich für die anderen geopfert haben, in Frieden ruhen. Ja, Noa, da hast du recht. Mögen sie in Frieden ruhen. Otschin gehört zu einer ziemlich seltenen Hunderasse. Weißt du, wo er geboren wurde? Meine Vorfahren lebten schon lange an der Seite der Shepard-Familie. Von welchem Planeten sie stammten, weiß ich nicht. Vertreter dieser Rasse eignen sich mit ihren Charakterzügen und Talenten jedenfalls perfekt als Zeitungshunde.
Sie können sehr gut Dinge transportieren, sind geschickt im Kram und können sogar bestimmte Gerüche identifizieren. Auch ihre Sehkraft ist überragend. Sie sind die perfekten Partner und mit ihrem flauschigen Fell sind sie einfach süß. Gut, danke für die Details. Du weißt also nicht, woher er stammt. Ja, ist doch normal so. Man stellt eine Frage und kriegt eine Antwort überhaupt nicht zu dem, was man gefragt hat. Ist doch normal. Jetzt haben wir wieder einen Laubling hier liegen. Wir haben drei Leute, mit denen wir reden müssen. Und ich muss eine dieser Herausforderungen nochmal machen, ne? Ich würde sagen, den Piklopädie gucken wir uns gleich noch an. Ich würde, ne, oder besser gesagt, wir gucken uns beim nächsten Mal an. Wir können hier tatsächlich unseren Look ändern. Hast du mich nicht gerettet? Ja, du bist es wirklich. Und ich danke dir von Herzen. Sag mal, hast du über einen komplett neuen Look nachgedacht? Weiß schon, mal etwas ganz anderes ausprobieren. Dann verrate ich dir ein Geheimnis. Ich bin nämlich Stylist und wenn du willst, helfe ich dir jederzeit mit einem neuen Look aus. Alles klar, Puttler ist da. Hm, ich wusste ja gar nicht, dass du bereits Laublinge gerettet hast. Würdest du gern einen von ihnen treffen? Das würde mich sicher inspirieren, neue Gedanken und neue Ideen. Es ist wichtig, gelegentlich neue Erfahrungen zu machen. Ah, für ihn kriege ich Sachen fürs Laublinge retten. Ja, und hier könnte ich meinen Look halt komplett nochmal anpassen, ne? Oh, das ist ja toll. Du hast so viele Pikmin erblühen lassen. So wunderschön. Du bist doch nicht fertig, oder? Diese Welt braucht mehr Blumen. Lass sie erblühen. Erblühen! Und nochmal 300. Ja, die Gute möchte was von mir. Er möchte was. Reden wir mit ihm zuerst. Hallo, ich bin Husch. Ich bin so etwas wie ein Experte in Sachen Habitatökologie. Als ich erfuhr, dass ein neuer Planet entdeckt worden war, war mein erster Gedanke, unbekannte Kreaturen. Wer hätte einer solchen Gelegenheit schon widerstehen können? Ich jedenfalls nicht. So viel steht fest. Also habe ich mich bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit beim Forschungsteam beworben. Und was ist deine Nebenmission? Ich will dich nicht damit überrumpeln, aber ich hätte eine Bitte an euch beide. Ich untersuche den Zusammenhang zwischen Pikmin und dem Pfeifen, auf deren Töne sie reagieren. Es gibt so viele Fragen. Wie viele Pikmin kann man in seiner Truppe haben? Reagieren sie noch alle auf die Pfeife, wenn man die Truppe vergrößert? Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich möchte noch so viel mehr lernen. Beginnen wir doch, indem du mir Bescheid sagst, wenn deine Truppe größer geworden ist. Und von da an sehen wir weiter. Wie unmöglich, du führst dermaßen viele Pikmin an? Ich bin sprachlos. Ach so, es geht um die Knobknollen. Deine Fähigkeiten lassen mich von Neid erblassen. Versuch doch mal deine Truppe auf noch mehr Pikmin zu erweitern. Okay, bei 6 Knobknollen kriege ich bei ihm nochmal ein paar Rohmaterialien. Wir hatten doch noch jemanden gerettet. Ja, da ist sie. Hallo, mein Name ist Mika. Wahrscheinlich fragst du dich, was eine Hochschuldozentin hier macht. Ich kam auf eine Exkursion mit meinen Studentinnen her. Doch alles ging schief. Danke für die Rettung. Also, könntest du vielleicht nach den Studentinnen suchen, die mit mir zu diesem Planeten gereist sind? Der Geowissenschaftsclub der Alla-Ion-Akademie hat 3 Mitglieder. Shiva, Kish und Kaya. Wenn sie nicht gefunden werden, weiß ich nicht, wie ich ihren Eltern unter die Augen treten soll. Bitte, rette sie. Okay, bei ihr der Geowissenschaftsclub, den ich retten muss. Digo, können wir noch was abholen? Ohoho, du hast also alles im Griff, ja? Da musst du schon mehr bieten, um mich zu überzeugen. Zweites Gebiet. Tja, du bist wohl doch nicht... Tja, da bist du wohl noch nicht ganz fertig, Grünschnabel. Also halt dich ran und bring die Arbeit zu Ende. Ja, das nächste Mal bei Gebiet 3. So.
Das Labor hat neue Sachen im Angebot. Ich habe ein neues Item entwickelt. Und aus den verfügbaren Materialien habe ich bereits einen Prototypen hergestellt. Doch sie selbst. Oh, was schenkst du mir denn? Ein Dreifachschlag? Okay. Ein Schocker. Ja, bitte. Okay, ist teuer. Dieser Verfolger, diese Bombe verfolgt hartnäckig die Beute, auf die sie es abgesehen hat, ohne sich abschütteln zu lassen. Okay. Von beiden hätte ich gerne ein bisschen was. Ah, von denen kann ich nur vier dabei haben, okay. Kann ich ja eigentlich alles mal auf Maximum hier bringen. Von den Pick-Pick-Karten kann ich noch 15 dabei haben. Von den Steinbomben gehen noch 5. Ich passe auf, dass ich mir die 120 noch zurückhalte. Ne, die 160. Dann gönne ich mir jetzt noch den Dreifachschlag und die Flinkstiefel. Die Flinkstiefel will ich ja schon die ganze Zeit haben. Damit wir wesentlich schneller unterwegs sind. So, und vom Rest gönne ich mir Knusperknochen. Sollte ich dir noch etwas benötigen, kehre einfach zu mir zurück. So, dann will ich mal sehen, wie schnell ich bin. Oh, ich bin schon sehr viel schneller. Das ist ja ein Segen. So, warte mal. Ja, jetzt bin ich auch im Kampf nützlich. Vielen Dank für deine Hilfe. Ich fühle mich, als würde sich schon bald eine leere Stelle in meinem Herzen füllen. Das war Kreatur Nummer 50. Ah, höchst interessant. Lass es mich unbedingt wissen, solltest du weiter diese bezaubernden Kreaturen entdecken. 75 kriege ich das nächste Mal etwas. So, und noch eine Sache, die wir jetzt noch heute machen. Ich weiß, dass bei mir der Part jetzt schon sehr, sehr lang ist. So, wir können nämlich noch den Hubs noch mal ein bisschen ausbessern. Da gönnen wir uns nämlich jetzt den Mega-Hubs. Jetzt greift er nämlich auch fliegende Gegner an. Und er macht dann auch richtig viel Damage da auch schon. Einmal noch und dann ist er im Kampf mega nützlich. Ich will halt, dass er übelst Schaden machen kann. Danach werden wir wahrscheinlich die Ramme verbessern. So weit, so gut. Gib weiterhin alles bei der Arbeit. So, und damit habe ich dann jetzt für heute wirklich genug getan. Also, ich habe ja sehr viel getan. Beim nächsten Mal wird es auch mal wieder eine Nachtexpedition geben für den Laubling hier. Es ist einfach krass, wie schnell ich jetzt bin. Und ja, ich würde an der Stelle mal sagen, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Hier ist noch ein Pikmin zum Ausgraben. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann. Thank you.